Herzlich willkommen zum Meusburger Techniktipp. Heute zeigen wir Ihnen, wie einfach der Rundklinkenzug für Säulenbohrungen eingebaut werden kann. Das Produkt erlaubt den platzsparenden Einbau in der Führungsbohrung bei sehr geringem Bearbeitungsaufwand des Formaufbaus. Der Rundklinkenzug eignet sich bestens zur Steuerung einer Form mit zwei Trennebenen, gerne auch als Dreiplattenwerkzeug bezeichnet. Bei der Öffnungsbewegung der Spritzgießmaschine wird die schwimmende Platte bis zur gewünschten Anschlagposition mitgezogen und fixiert, während die Form ganz aufgefahren wird. Sehen wir uns den Ablauf im Detail an. Nach Erreichen der Anschlagposition fahren die Segmente nach außen, geben die Zugstange frei und verriegeln das Brückenteil. Die schwimmende Platte ist nun sicher positioniert. Das Werkzeug kann nun weiter auffahren. Einzigartig: Der Rundklinkenzug von Meusburger verfügt über einen gedämpften Anschlag an der Hülse. Das sorgt für eine geräuscharme Plattenbewegung und steigert die Lebensdauer. Sie sehen, in diesem Produkt steckt sehr viel Know-how, das Sie bei der nächsten Werkzeugkonstruktion sehr einfach zu Ihrem Vorteil nutzen können.